Yeah, hallo Leute, ich grüße euch heute mal wieder hier so eine nice veganes Fleischverkostung. Und was gibt's heute? Ja, die sind auf einer Seite ein bisschen schwarz geworden. Vegane Nuggets. So, ich bin ja mal gespannt, weil die Schnitzel und die Steaks waren ja absolut nicht der Burner. Mal schauen, wie die Nuggets sind. Sehen ja relativ gut aus. Ja, sind ein bisschen verbrannt auf einer Seite. Das ist jetzt auch wieder eine 200 Gramm Packung. Und ja, ich bin gespannt. Ich schreibe es euch wieder in die Kommentare, wie die Dinger denn geschmeckt haben. Also wirklich allzu große Hoffnung habe ich nicht mehr, nachdem bis jetzt alles, was ich von der Firma getestet habe, Like Meat, nicht wirklich nach Fleisch geschmeckt hat und auch ansonsten gar nicht wirklich geschmeckt hat. Und extrem irgendwie so Konsistenz von Schuhsohle hatte. Also die sehen ja recht lecker aus, mal abgesehen von der Seite, wo ich sie halt ein bisschen habe anbrennen lassen. Ja, mal schauen, ob es denn irgendwie so Schinken-Nugget-mäßig Style ist oder ob es auch wieder einfach nur Schuhsohle in kleiner Portion ist. Mal schauen, was bei rumkommt. Wie gesagt, ich bretter das in eine Infobox, ob es sich lohnt, es zu kaufen oder nicht. Ich wünsche euch jetzt nochmal einen angenehmen. Haut rein, liebe Leute. Bis denne.